Herzlich willkommen zu Big NT, The Fast and the Furious. Und hier sind meine Gedanken zu Tag 18. Ich möchte gerne mit euch meine Gedanken zum ersten und zum zweiten Timotheusbrief teilen. Krass, was Paulus da vom Stapel lässt, oder? In diesen beiden Timotheusbriefen an Timotheus. Nur Regeln, gefühlt nur Regeln. Also wirklich, er ist irgendwo, an einer Stelle lesen wir, dass er wahrscheinlich im Gefängnis ist, oder das schreibt er von sich, und er schreibt Timotheus und es kommen einfach zwei volle Briefe mit Regeln und richtig harte Dinger, und die soll er jetzt in der Gemeinde ausbreiten, verteilen, spreaden, sharen, wie auch immer. Und er ist noch voll jung. Und das hat mich echt gepackt, weil ich bin auch noch jung. Und er soll sich nicht schämen für sein junges Alter, aber er soll mit ganz, ganz viel Liebe reden. Habt ihr es noch im Ohr? Den Alten soll er wie einem alten Mann, soll er wie seinem Vater begegnen, einem jüngeren Mann wie seinem Bruder, einer älteren Frau wie seiner Mutter und so weiter. Und ich finde, bei diesen ganzen vielen krassen Regeln hat Paulus eine Sache im Hinterkopf. Er vergisst nicht, Timotheus die ganze Zeit zu ermutigen. Und das finde ich so cool. Paulus ermutigt Timotheus, wieder das aufleben zu lassen, was in ihm ist. Lass deine Gabe nicht unter den Tisch fallen. Und anscheinend ist es die Gabe von Timotheus, gut zu predigen und Gottes Wort gut auszulegen für die Menschen. Das, was in der Bibel steht. Vielleicht war er entmutigt, vielleicht, wir wissen es nicht, was war. Auf jeden Fall sagt es Paulus, hey, mach's wieder, lass es raus, gib deine Gabe weiter an Menschen. Gottes gutes Wort. Damit wirst du dich retten und die, die dir anvertraut sind. Krasse Sätze von Paulus. Und ganz selten erzählt Paulus in den Briefen von sich. Ich finde nicht so oft, wie er jetzt für Timotheus Sachen raushaut. Und im letzten Kapitel, im Kapitel 4 vom zweiten Timotheusbrief, hat mich eine Sache gepackt. Paulus hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs angekommen. Ich habe treu den Glauben bewahrt. Nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Den wird mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag überreichen. Und nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Was nehme ich mir heute mit? Was sind meine Gedanken? Ich will das, was Gott in mich hineingelegt hat, aufblühen lassen. Nicht in Urlaubsstimmung jetzt verfallen, sondern aufblühen lassen. Rauslassen. Reifen. Und dann möchte ich am Ende sagen können, wie Paulus, mit einem richtig guten Gewissen. Boah, war das anstrengend. Krass war dieses Leben herausfordernd. Aber ich habe den guten Kampf gekämpft und habe durchgehalten. Das will ich sagen können. Du vielleicht auch.